Mein Name ist Bob Wilton. Ich bin Journalist. Ich habe eine Story über ein geheimes Regierungsprogramm recherchiert. Sie wollen mir also erzählen, Sie waren ein parapsychologischer Spion? Ein Jedi-Krieger. Ich hatte gehört, dass die amerikanische Regierung Psychosoldaten ausbildet und dass Lynn Cassidy der Beste der Besten war. Ich wurde reaktiviert. Ich bin auf einer Mission. Kann ich mitkommen? Lynns Geschichte war unglaublich, verrückt und absolut wahr. Träumen wir von einem neuen Amerika, das nicht mehr jeden mit ausbeuterischen Augen betrachtet. Ihr werdet eine Psychowaffe sein. Spüren Sie es, ja! Wir müssen Kampfmönche erschaffen, die durch Wände gehen und in die Zukunft blicken können. Glückwunsch, Scotty. Danke, Larry. Schade, dass es nicht lange halten wird. Was machst du da? Wolken sprengen. Hält mich fit. Und weg ist sie. Mein Gott, du hattest die ganze Wüste, Lynn. Halt, halt! Danke, dass sie uns mitgenommen haben. Wie sollen wir sie aufhalten? Die haben Waffen. Wir sind Jedi. Wir kämpfen nicht mit Waffen, wir kämpfen mit unserem Geist. Ich war auf der Suche nach einer Story und mein Freund Lynn führte mich in ein Abenteuer. Ja! Alles okay, wir sind Amerikaner, wir wollen Ihnen helfen. Was ist passiert? Ich glaube, ich habe ihn angefahren. Scheiße! Lieutenant Colonel Django hat Gelder aus der Schwarzgeldkasse verwendet, um Prostituierte zu bezahlen. Das ist eine Lüge. Und um Drogen für sich und seine Männer zu beschaffen. Also, die Nuttensache ist definitiv eine Lüge.